Moin zusammen, schön, dass ihr wieder da seid und ja, willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier auf der Elfmarsch am Mittwoch. Ja. Und wie ihr seht, der Megafair. Wo fährt er hin? Natürlich, zur 45. Die habe ich nämlich gerade noch eben in der Pause angenommen. Da habe ich mir gedacht, das machen wir, ne? Wird auch funktionieren. So, welchen nehmen wir jetzt hier? Ich nehme den Mist, der Robert, der Kiste. Ja, egal. Wir nehmen heute mal den MF. Hoch, Standbild. Das ist ja. Ja. Also, ich möchte ja am liebsten echt hier gleich alles neu kaufen, ne? Oder wirklich alles. Aber das geht leider im Moment nicht. Und mittlerweile muss ich jetzt, also heute muss ich mal so sagen, dieses ne, Standbild, sage ich mal, was mein Rechner aus irgendwelchen Gründen macht, dass egal was ich gerade mache, einfach mal das Bild wird eingefroren. Für ne, so eine Sekunde, anderthalb Sekunden, wenn man so möchte, und dann läuft es weiter. Blöd ist nur, wenn OBS läuft. Weil OBS nimmt das ein bisschen übel. Und schon hast du ne, übersprungene Frames und ne, Kodierungsverzögerungen sind hier, ne, gehen in den Arsch und sowas. Ja, gut. Ein bisschen, ne? So, dann gehst du auch die Reise. Und im Endeffekt brauchen wir jetzt eigentlich nur noch den einen LKW mit einer Plattform. So, dann gehst du auch dahin. So, und wenn wir jetzt mal anmachen. Ich meine, es geht immer noch mit den FPS, ne? Ich meine, klar, könnte besser sein, aber. Ich meine, solange das wirklich so ne, in dem 20er-Bereich ist, bin ich ja vollkommen zufrieden. Dann hat ja auf jeden Fall das einmal runterschmeißen und 19 hier was gebracht. Achso, du bist angekommen. Das ist. Oh, nee, falsch. Muss ich ihm einmal überlegen, gab es da eigentlich für die 45? Das müsste der gewesen sein, ne? Ja. Das ist hier natürlich. Wo sind denn jetzt die anderen beiden? Oder haben die sich irgendwo. Ja, da kommt was. Junge, da ist auch ein Blitzlichtgewitter, meine Güte. Trotz dass wir das jetzt eigentlich hell haben, muss ich auch sagen, es ist tüchtig, ne? Mit dem Licht dran. So, denn hier übernehmen wir mal. Ich
schmeißen wir das Ganze auch gleich an. Ich würde sagen, die ersten Meter machen wir mal eben selber. Ja, da ist schon der erste Ballen fertig. Den nehmen wir auch gegen Kurs. Achso, da wäre auch der Punkt gewesen. Na gut, nicht so schlimm. Dann lassen wir den schon mal fahren. Der LKW ist auch da. Sehr schön. Dann werden wir jetzt, glaube ich, auch einmal den schon mal einsammeln, den Ballen. Und dann können wir auch den LKW erstmal stehen lassen. Da hat das schon mal funktioniert. So, das, wenn die jetzt erstmal zweimal in der Runde gefahren sind, dann können wir auch weiter aufsammeln. Und wenn wir dann einmal das Vorgewinne gemacht haben, dann hier kommen die, glaube ich, alleine zurecht, würde ich sagen. So, den hier stellen wir nochmal auf Parken. Genau, wir brauchen den hier, aber ich nehme den, nehme die andere Mulde. So. Ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich auch denken, hä? Wieso ist er jetzt doof? Warum nimmt er jetzt die andere Mulde? War da jetzt eine dran? Hier geht ein bisschen mehr rein. Oh, da ist der. Halt. Nehmen wir mal die Mischration und dann hier schnappen wir uns nochmal den hier. Ich muss eigentlich auch sagen, das Auffüllen jetzt mit diesem Fass geht auch wesentlich schneller. Obwohl ich da nicht dran gedreht habe. Aber jetzt müsste das nämlich zur Zellstofffabrik, ne? Da muss jetzt noch mal Wasser rein, ne? Können noch mal einmal. Ja, da haben wir uns natürlich jetzt festgehakt hier. Ja, ich merke schon wieder, ne? Ich bewege mal so ganz eben mal das Lenkrad. Ich habe natürlich wieder das das G-Hub-Programm nicht offen, ne? Weil dann merkt man das sofort, dass, ne, dann ist das die Empfindlichkeiten, finde ich, also finde ich, sage ich mal, ich habe denn da so das Empfinden, dass denn die Empfindlichkeit nicht mehr da ist. Das heißt, hier, ne, das hier, als wenn die auf Null stehen würde, so ungefähr. Ich habe gerade schon wieder so eine Schreckminute gehabt. Aber nee, funktioniert.
So, das ist leer. Ich glaube, hier war, glaube ich, auch noch mal. Hier müsste ich auch noch Wasser reinhauen, ne? Meine ich. Jo, hier. Oh, ja. Dringend. Siehst du, der ist wieder leer. Ach komm, wir können auch so rumfahren. Ich weiß auch nicht, ob wir das Gerätchen, was hier steht, ob wir das jetzt tatsächlich vielleicht doch noch mal kaufen. Ich meine, noch ist ja, ne, ist es ja gemietet. So. Ich habe es immer noch nicht hingekriegt oder noch nicht ausprobieren können, ne? Ob es jetzt tatsächlich nicht funktioniert, weil es wurde nur gesagt, dass natürlich ein Helfer in dem Gerät nicht funktioniert. Und ich habe es immer noch nicht geschafft, das zu probieren. So, ist schon wieder voll. Ja, noch nicht ganz. Ich muss natürlich jetzt auch noch, fällt mir jetzt gerade ein, die Woche über zu meiner Schande gestehen, tatsächlich hier am Dienstag an meinem, ne, ja, neuen Arbeitsplatz, wenn man so möchte. Oh, und das ruckelt wieder. Tatsächlich, ich hab verpennt, wa? Also hätte ich jetzt so gar nicht mehr so für möglich gehalten, weil sag mal, wo ich angefangen bin, da hier bin ich, also in der ganzen Zeit jetzt, meist zu oder zum meist eigentlich immer frühzeitig wach gewesen und hier wirklich meistens eine halbe Stunde, manchmal sogar nur noch eine Stunde vorher, vor meinem Wecker, bin ich wach gewesen. Aber wirklich, Dienstag. Und ich habe nichts anderes gemacht. Ich bin ganz normal, wie sonst auch, hier meine Zeit hier, ne, ab in die Falle. Und ich weiß jetzt tatsächlich nicht. Ich meine, ich kann es mir nicht vorstellen, dass mein Wecker einfach gesagt hat, nö, ich bimmel heute mal nicht. Aber dass ich da tatsächlich, mein Wecker zum Beispiel, den kann ich einstellen, wie lange. Weil wenn ich ihn jetzt, sag ich mal, ne, immer auf hier auf Schlummer, sag ich mal, drücke, dann habe ich die Möglichkeit, mehr oder weniger bis zu 90 Minuten würde dann das Schlummer funktionieren. Kann man sogar einstellen. Du kannst das auch auf 60 Minuten stellen, dass er dann, wenn du wirklich dann nach 60 Minuten den letzten Mal drauf drückst, dann ist irgendwann, sagt der Wecker auch, jetzt ist Zeit oben, jetzt rappel ich nicht mehr, ne? Dann muss ja tatsächlich mein Wecker 90 Minuten lang gedüdelt haben und ich habe es nicht gehört. Schon faszinierend, ne? So. Das kann drin bleiben, das muss drin bleiben, das kann auch drin bleiben, das reicht noch nicht, das ist in Ordnung. Ansonsten haben wir das jetzt hier schon mal raus, ne? Würde ich sagen, oder? Also ich meine, das
war eigentlich das, was wir eigentlich rausholen wollten erstmal, ne? Ja. Okay, dann haben wir das erstmal. Aber ich muss auch sagen, mein Chef, ganz kulant hier, ich sag mal, ne, 37 fangen wir an. Vorher treffen wir uns alle nochmal immer noch kurz, immer mal so ein bisschen die, ne, schiefe Lage peilen. Und bin ich, ne, 7.32 Uhr gucke ich auf den Wecker bei mir, ne, mit einem Auge und, Scheiße, verpennt. Ah. Und dann will ich denn raus aus dem Bett und ich sag ja, ne, ich stand hier denn bei mir im Wohnzimmer, 7.33 Uhr und ich habe dann auch gleich Handy in der Hand und Chef angerufen und, ne, Chef denn, oh, ich so, oh, ich hab verpennt. Also, mach mal. Ich so, ja, ich so, ich mach mir fertig und komm so her. Oh, alles gut, alles gut. Ich sag mal, die hier Stunde, die ich dann halt ein bisschen eben später war, die habe ich dann nachher dann hinten dran gehangen, fertig erschlecken, ne? Also das hier ist denn jetzt auch nicht so schlimm. Aber gut, ich sehe gerade, wir haben das für diese Folge auch schon wieder geschafft. Ich denke, weiß ich, ob ich jetzt noch eine mache oder. Aber vielleicht mache ich jetzt noch eine Folge und dann mache ich morgen weiter, glaube ich. Okay, dann sage ich danke fürs Zugucken und sehr gerne morgen wieder reingucken. Haut rein, bis dahin.